Hello, wir sind zurück mit einer weiteren Folge. Was geht da? Okidoki. Wir spielen jetzt erstmal ein Spiel und zwar Fuck, Marry, Kill. Kylie Jenner, Jenny, Aiko oder ich, ne? Also auf jeden Fall bei dir, Fuck und Mary. Okay. Okay, also sagen wir mal Fuck Jenny Aiko, Kim Kylie Jenner, Mary You, Margot Robbie, Kim Kardashian, Khloe Kardashian. Ich töte Chloe, ich bumse Kim und ich heirate Margot. Klingt gut. Ist das akzeptabel? Ja, Ja, ist ne? gut. Ja, okay. Folgendes, wir haben heute was vor. Und zwar, ich habe auf TikTok letztens aufgerufen, dass ihr mir eure krankesten Stories schickt. Zum Thema Dates, Kennenlern-Stories und, und. Und ihr habt mich nicht enttäuscht. Ich habe teilweise in meinem Zimmer geweint vor Lachen. Von daher lese ich das jetzt vor und du darfst dazu reagieren, okay? Ja. Okay, wir fangen mit etwas an, was mich einfach komplett verstört hat. Ich war circa 14 bis 15 Jahre, hatte das erste Mal jemanden, mit dem ich rumgeknutscht hatte. Alles lief ganz gut. Nach 2 Wochen ungefähr ist dann allerdings etwas wirklich Merkwürdiges passiert. Wir waren beim Jugendhaus, da haben wir zusammen gechillt und haben wieder etwas rumgemacht. Auf einmal sagt er, boah, diese Babyhaare, und geht mit seinem Mund zu meinen Babyhaaren am Ohr, beißt rein, zieht sie ruckartig raus und schluckt sie runter. Ich bin gegangen, habe ihn blockiert und bin nie wieder im Jugendhaus gewesen. Und bin nie wieder im Jugendhaus gewesen. Das war so unangenehm und ich werde das niemals vergessen. Wie? Was? Wie reagiert man auf sowas? Adomo? Stell mal vor, guck mal, wir kennen uns ja schon länger. Ja. Wir sind auch manchmal komisch. Stell mal vor, du und ich, wir gehen auf ein Date. Und ich so, oh, deine Barthaare, die sehen ja süß aus. Und ich beiß dir in dein Bart, rupfe dir die Haare aus und schluck sie runter. Und stell mal vor, er guckt dir dabei in die Augen, so richtig Dominanzverhalten, weißt du so. Was machst du dann? Ich lauf weg. Ich lauf schreiend weg. Ich sprühe Das Weihwasser. ist krank. Das ist richtig abgefuckt. Stell mal vor, du bist so voll unschuldig, voll die Süße, hast das erste Mal jemanden, mit dem du rumknutscht und dir werden einfach deine Babyhaare genommen. Was machst du dann? Du kannst nichts machen. Du weinst. Ja. Wahrscheinlich stundenlang. Ich habe diese Story übrigens auch schon auf TikTok vorgelesen, falls euch bekannt vorkam. Ich fand die nämlich so geil, ich musste die einfach überall teilen. Aber ja, ich habe geheult vor Lachen. Also ich persönlich wüsste jetzt nicht, was ich, also wie man auf sowas kommt. Aus der Männerperspektive, das ist sehr bedenklich. Findest du meine Babyhaare süß? Also ganz ehrlich, ich habe dazu gar keine Meinung. Das sind einfach so Haare, ne? Guck mal, es Aber. gibt richtige Babyhaar-Fetischisten scheinbar. Und du findest mein, du hast keine Meinung zu meinen Babyhaaren? Genau. Ich weiß nicht, ob ich verletzt oder erleichtert bin. Okay, jetzt lese ich mal die nächste vor. Habe meinen Freund über Insta kennengelernt und sein Anmachspruch war: Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Noch bist du Single, aber bald meine Frau. Du kriegst solche Typen normalerweise direkt, sind 2 Jahre zusammen. Ja, ist doch süß. Ja. Ist ja gut gelaufen dann. Das ist aber keine kranke Story, ne? Es ist keine Also. kranke, aber ich fand es toll. Ich finde, man sollte es trotzdem reinnehmen, weil es Ja, echt okay. süß ist. Das ist so zur Entspannung nach Ja, das dieser ist so eine, komischen ja genau, das Geschichte. ist so eine, so, weißt du, das ist so zum bisschen auflockern. Ja. Wir haben stark gestartet, Bedenklich. sehr bedenklich gestartet. Und ich dachte mir so, komm, wir lockern das ein bisschen auf. So, ich lese die nächste vor. Ist so 13 oder 14 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn kennengelernt habe. Er war am Telefon super nett, hat geflirtet, hatte eine total tolle Stimme. Als ich ihn dann besuchen fuhr, habe ich etwas zu essen mitgebracht. Wir saßen in seinem extrem kalten Wohnzimmer und schwiegen. Ich wollte anfangen zu essen, da nahm er mir die Gabel aus der Hand und legte sie wieder auf den Tisch. Alles wortlos. Weiterhin schweigen. Plötzlich holte er seinen Staubsauger raus und saugte seine Küche. Was? Ich nahm meine Sachen und bin nach Hause gefahren. Mit dem Essen hoffentlich. Hat sie nicht gesagt? Ich hoffe auch. Aber ich meine, ich hatte ja in meinem Leben auch schon echt schlechte Dates. Aber stell mal vor, du kommst zu einem Date, du bringst Essen mit und du darfst es nicht essen. Wetten, er dachte sich so, komm, ich halte die einfach. So, wetten, er Wo dachte fängt sich, an zu saugen? weißt du, ich will auch so nicht staubsaugen, aber gern. Ja. Wetten, der dachte sich so, komm, ich werde dir jetzt einfach verbieten zu essen, dann kann ich die zweite Portion Dominant. oder so, die zweite Portion in den Kühlschrank packen und habe morgen noch was zu essen. Er hat angefangen zu staubsaugen. Ey, aber er hätte auch sagen können, so, staubsaug mal die Küche, während ich esse. Da hat er es schon noch selbst gemacht. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann. Vor allem, er hat ja nicht geredet. Ja. War er nervös, traumatisiert von Frauen? Mochte er das Essen nicht? Was Das ist war voll komisch, entscheidend? Alter. Stell dir Ja? vor, du bist am Essen und jemand so, nein, heute nicht. Nimmst du das Besteck weg? Ich würde sterben, Mann. Ich wäre voll traurig, glaube ich. Ich glaube, ich würde weinen. Ohne Scheiß. Geht doch nicht. So, man kann dazu nichts sagen, außer what the fuck. Stell dir mal vor, du freust dich voll auf ein Date. Du hast jemanden kennengelernt. So, oh mein Gott, der flirtet mit mir. Ich glaube, der mag mich. So, du hast voll die Gedanken und so. Und dann passiert sowas. Ich würde danach wahrscheinlich noch jahrelang nicht mehr auf ein Date gehen. Hatte mal ein Date mit einem Typen, haben uns auf eine
Bank gesetzt und geredet. Nach einer Zeit meinte er zu mir, boah, ich muss mich erstmal ausputzen, damit ich auf mein Leben klarkomme. Ungelogen, der stellt sich direkt neben mich und fängt an, gottlose Fürze rauszuhauen vom Feinsten. Manche von denen waren auch so flüssig. Er hat sich safe in die Hose gekackt. Ich kann nicht mehr. Als ich das gelesen habe, so, stell mal vor. Also zur Klarstellung, das hat ein Typ geschickt, also ein Date mit einem Typen, ne? So, okay, Typen sind anders, ne? Aber nicht so. Ich meine, ich hatte auch schon sehr schlechte Dates, so, ne? Aber noch nie in meinem Leben hat sich ein Typ neben mich gestellt und angefangen, gottlos zu furzen. Das ist richtig eklig, Mann. Das ist das erste Date. Willst du dich nicht von der besten Seite zeigen? Wie kann man auch sowas sein? Noch nie. Dachte ich mir so, ey, ich habe mein erstes Date. Ich furze den jetzt des Todes auf. Vor allem, wieso kündigt er das so an, weißt du? Er steht so auf, er so, jo. So, das Ding ist, guck mal, so in einer Beziehung, wenn man in einer Beziehung ist, ne, da hat man sich auch schon pinkeln sehen und so, ne? Okay, kacken finde ich jetzt auch zu viel. Also das sind Dinge, die, das sind wirklich Sachen, die müssen nicht passieren. Aber du hast schon gehört, wie ich furze. Ich habe gehört, wie du furzt. Aber wir sind seit fast 3 Jahren zusammen. Das war ein erstes Date. Und noch nie in meinem Leben habe ich so gottlos gefurzt, dass du dachtest, dass ich mich eingeschissen habe. Ich meine, natürlich, so man ist in Urlauben zusammen, man fliegt weg und so. Natürlich passieren solche Dinge. Man kann irgendwann nicht mehr irgendwie zurückhalten. Aber selbst wenn wir irgendwo sind, und ich merke so, ich habe voll den aufgeblähten Bauch. Ich muss richtig mies furzen. Nein. Lieber sehe ich schwanger aus, als dass ich in der Öffentlichkeit auf irgendeiner random Parkbank solche kranken Fürze rauslasse, dass du denkst, dass ich mich einscheiße. Furzen Männer vor ihren Freunden? Ja. Hast du schon mal vor deinen Freunden gefurzt? Ja. War gut? Wahrscheinlich schon. Ja, ich frage ja nur. Ich habe vor Anna voll oft gefurzt. Als wir zusammen in Rom waren, wir haben teilweise extra so also unsere Wege getrennt, weißt du, sind so 10 Meter voneinander weiter weggegangen und haben einfach gefurzt und haben uns dann wieder getroffen, so. Ah. Wir wollten uns auch nicht einander anfurzen. Ja, wir haben es höflich gemacht, finde ich. Bist du bereit für die nächste Story? Hau raus. Hatte einen One-Night-Stand. Also es war von Anfang an ausgemacht, etwas Lockeres auf Tinder. Nach dem Sex fragt er, sind wir jetzt zusammen? Bin wortlos abgehauen. Hä? Ja. Okay. Ich meine, Bruder, das war Tinder. Ja. Es war abgemacht, so rein, raus, fertig, aus. Vor allem, wenn die darüber geredet haben und er ist so, er ignoriert das einfach. Er ist so, nö, ja, also, das kann nicht sein. War zu gut, Alter. Ich muss wenn sie das will, dann, ja, dann das ist jetzt meine Freundin, ja. Das ist jetzt meine Freundin, ja. Ja. Es war zu gut. Die darf nicht mehr, weiter, geht nicht. Ja, aber stell mal vor, wie peinlich das ist. Und wie sagst du dann einfach so, hey, wir haben doch ausgemacht, wir machen das nicht. So, wie erklärst du das danach? Vor allem dachte ich auch immer so, dass Typen das besser trennen können als Frauen. Ich glaube, er wollte das nicht trennen. Wie meinst du das? Ja, also er denkt so, ah, ich kläre die jetzt und dann sind wir halt zusammen. Sie hat gesagt, nein, das wird nichts. Aber ich glaube, er wollte das einfach nicht akzeptieren. Also er hat für sich einfach gedacht, so ja. Ich bang die. Obwohl sie das schreibt, meint sie das nicht so oder sowas. Ja, klar, logisch. Nee, aber das Ding ist so, was ich mir denke, sind das nicht eher Frauen, die nach solchen Geschichten sich verlieben oder so? Ist zwar keine Kennenlern-Story, aber ein Junge wollte mal vom Dach springen, was? meinetwegen, weil ich keinen Kontakt zu ihm haben wollte und hat mir sogar ein Video geschickt, wo er auf dem Dach ist und hat es dann doch nicht gemacht. Peinlich, würde ich sagen. Weißt du, deshalb haben meine Eltern immer gesagt, wenn du mit etwas drohst, dann zieh es auch durch. Ja, sie hätte so ein Video schicken sollen, los! Ey, aber stell mal vor, der ist dann einfach nicht gesprungen. Ja, aber was denn? Also er geht da hoch, filmt das, ja, ich springe jetzt. Und dann schickt er das Video so ab. Also ja, ich gehe dann jetzt wieder runter. Das ist wie diese Typen, die immer so große Eier haben im Schwimmbad und sind so, oh, ich springe jetzt vom Dreier, ich springe jetzt vom Dreier. Und dann so, hier ist rutschig. Ich muss wieder runter. Ich muss runter. Ich kann hier kein Salto machen. Weißt du? Das ist nicht hoch genug. Das Brett ist nicht breit genug. So klingt das für mich. Das ist krank. Ich glaube, die Sichel wird dich umhauen. Ich komme von TikTok wegen der Date-Stories und ich habe mal einen Typen gedatet. Am Anfang war alles okay. Irgendwann hat er dann durch Zufall meine beste Freundin kennengelernt. Und irgendwie hat er dann weniger Zeit gehabt auf einmal. Und dann habe ich herausgefunden, dass er und meine beste Freundin Sexdates haben, was ich ziemlich absurd fand. Aber ich habe viele solche Geschichten. Vor allem, wie ich das herausgefunden habe, ist auch so eine Sache. Du hast gerade 2 Personen verloren. Du hast einen potenziellen... Warte mal. Ja. Also er wollte sie klären. Aber dann hat er ihre Freundin gebankt. Mehrmals. So. Ja.
regelmäßige Art. Ja. Ja? Ja. Also die hatten Stabil, wohl, Bro. ey, die hatten wohl eine Kennenlernphase. Sie hat dann ihre beste Freundin vorgestellt. Die beste Freundin und er waren dann so, I like that, weißt du? Und haben die wohl angefangen zu bangen. Und dann hat sie das herausgefunden, nachdem er auf einmal weniger Zeit hatte für sie. Und dann hat er halt seine, ihre beste Freundin gebankt. Ganz ehrlich, Maus, du hast nicht nur einen potenziellen Typen verloren, du hast deine fucking beste Freundin verloren. Wegen Schwanz. She a hoe. Ich würde heulen, wenn das mein Leben wäre. Das wäre mein 13. Grund. Ganz ehrlich. Schon vor, ich stelle dich meiner besten Freundin vor und auf einmal fängst du an, meine beste Freundin zu banken. So, the fuck? Vor allem, die hat ja gesagt, beste Freundin, nicht ehemalige beste Freundin. Hm. Vielleicht sind die ja noch befreundet. Obwohl, Mädchen? Macht ihr das so? Anders. Ich würde es nicht machen, aber viele machen es. Okay, das ist jetzt etwas länger. Ich bin seit 4 Jahren mit meinem jetzigen Freund zusammen. Als wir uns kennenlernten, hat er einmal bei mir übernachtet. Ich hatte gerade sehr viel auf der Arbeit zu tun. Wichtig ist, dass ich arbeite. Ich bin Schul- und Kindergartenfotografin und bearbeite sehr viele Klassenbilder und musste auch Köpfe austauschen von diesen Kindern, welche die Augen zu haben und sowas. So, wir sind also im Bett am Schlafen und er hat sich extrem krass bewegt. Ich habe während dem Schlafen gepackt und gesagt, hör auf, dich zu bewegen. Ich muss deinen Kopf austauschen. Es war mir so peinlich, als er mir das erzählt hat. Circa 2 Wochen später sind wir fix zusammengekommen. Wir lachen heute noch drüber. Das klingt irgendwie nach dir. So klingt das nach du mir. Du redest auch manchmal beim Schlafen. Echt? Ja. Formuliere ich auch ganze Sätze? So nein. Eher Töne mit Wörtern dazwischen. Siehst du? Ich drohe dir nicht, deinen Kopf auszutauschen. Ja, das wäre ein bisschen gruselig. Findest du? Vor allem, wenn du davon aufwachst. Möglicherweise, ja. Okay, das sind jetzt alle Geschichten. Welche fandest du am absurdesten? Die erste. Die war hardcore, ja. Ich fand aber auch die mit dem Typen, der sich ausgefurzt hat, sehr hart. Das war einfach eklig. Hast du eine krasse Date-Story? Irgendwas? Nein. Du kennst meine krassen Date-Stories, ne? Ja. Soll ich einen davon erzählen? Ich habe wirklich ein paar gute auf Lager. Ja, mach mal. Ich war auf einem Date mit einem Typen. So. Ich war 18 Jahre alt, ich war freshly heartbroken und ich bin auf die Idee gekommen, so hey, ich date jetzt einfach. Und ich habe einen Typen gefunden, der war 28, also zwischen uns waren 10 Jahre Altersunterschied. Ne? Ich war aber so, oh mein Gott, vielleicht ist er ja so reif und wow, und auf einmal ist doch alles toll. Kurzer Spoiler, es war nicht so. Naja, wir hatten 2 Dates. Wow, 2 Dates. Das erste Date war ziemlich normal. Ich fand es halt komisch, dass er mich beim ersten Date direkt küssen wollte, weil ich mir so war, so okay, komisch, ne? Aber ich war so, okay, kein Problem, so wer weiß. Ich weiß nichts, ich kenne seine Motive nicht, ich weiß nicht, was er kennt, keine Ahnung. Unschuldiger Kuss, wirklich. Ein paar Tage später haben wir ein 2. Date. Ich habe mich schön gemacht, das war alles ganz entspannt. Er so, ja, tut mir voll leid, ich war gerade bis gerade noch arbeiten, so, ich kann jetzt gerade nichts Krasses bieten, aber wie wäre es, wenn wir zu Mc's fahren und ich hole den Eis? Ich war dann so, ja, okay, komm, ich stehe auf Eis, warum nicht, ne? Wir fahren also zu Mc's, Drive-In. Auf einmal er so, ey, hast du 2 Euro? Ich so, oh, ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ich gucke in meine Handtasche, ich hatte irgendwie 1 Euro. Also ja, okay. Fängt an, in seinem Getränkehalter Geld zusammenzukratzen. Und ich so, ey, wenn das zu teuer ist, so, ich habe eine Karte mit. Er so, nee, 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 das geht schon. Wir standen ungefähr 4 Minuten am Bezahlschalter, weil er sein Geld aus seinem Trinkdings, aus diesen Trinkhaltern, Getränkhaltern zusammengekratzt hat. War schon ziemlich unangenehm, ehrlich gesagt, für mich, weil ich gehe davon aus, wenn du mich auf ein Eis einlädst, hast du Geld für ein Eis. Und das war jetzt, das war kein McFlurry oder so. Das waren diese, wie heißt das, McSunday oder so? Sunday, ja. Genau, wo du halt für Soße vielleicht extra zahlst, 50 Cent, aber das Ding kostet ja 1 Euro. Jetzt wahrscheinlich so 5. Na, okay, nicht 5, aber so safe 3. Ja, wir fahren also dann Richtung eines Ladens, der in der Nähe von meinem Haus ist, weil ich wollte nicht, dass er weiß, wo ich wohne. Also habe ich gesagt, so ja, wir können auf dem Parkplatz chillen. Ich war damals noch okay mit solchen Dates, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, ihr werdet gleich verstehen, wieso. Wir stehen auf dem Parkplatz, wir quatschen, wir sitzen im Auto. Und er versucht die ganze Zeit, meinen Kopf runterzudrücken. Und ich war halt voll überfordert, weil ich war so, hä, wir machen doch gar nichts. Was wird das? Und er hat das aber die ganze Zeit so dargestellt wie so ein Spaß, wie so ein Spiel, ne? Und dann irgendwann war mir das zu viel und ich meinte so, ey, ich blast dir keinen. Weil das war halt richtig aufdringlich. Und er so, hahaha, ich habe nur Spaß gemacht, das war doch nur ein Joke und so. Ich so, ja, lass mal aus dem Auto, so, lass mal ein bisschen frische Luft schnappen. Er so, ja, ich kann dich massieren, wenn du willst. Ich so, ich will nicht, dass du mich anpackst. Wir steigen aus dem Auto. Alles ganz unschuldig, wir quatschen weiter, das Date geht relativ gut weiter, ne? Wir quatschen über interessante Themen, er zeigt mir irgendwelche komischen Videos, irgendwas auf YouTube, nichts Wildes. So, dann, er küsst mich. Also es war kein Kuss, der zu etwas hätte führen können. Das war einfach nur Lippe auf Lippe, das war wirklich super unschuldig alles, ne? Der Kuss ging vielleicht 4 Sekunden, ich will nicht lügen, es war nicht lang. Mit einem Mal reißt er sich seine Hose runter, zieht sein Dödel raus, fängt an, wild zu wichsen und schreit auf einmal, Mashallah! Und
spritzt auf dem Asphalt vor mir ab. Ich war in meinem Leben nicht so schockiert wie in dem Moment. Mir ist sowas noch nie passiert. So, what the fuck, ne? In dem Moment habe ich meine 7 Sachen gepackt und ich bin gerannt. Er ist in sein Auto gestiegen und ist mir nachgefahren. Ich rufe meine Mutter an. Ich so, Mama, bitte komm raus. Mama, bitte komm raus. Komm mit den Hunden raus. Mama steht also vor unserem Haus mit den 2 Hunden, ne? Ich renne zu ihr hin. Er hat Gott sei Dank mein Haus nicht gefunden am nächsten Tag. Ich war so, komm, ich muss das jetzt beenden irgendwie, ne? Ich war noch voll die Nette, was das angeht. Ich war übel nett, ne? Ich schreibe ihm so, hey, die Dates mit dir, die waren schön. Aber ich sehe einfach bei uns keine Zukunft. Ich glaube, der Altersunterschied ist mir dann doch zu krass. Ich habe nicht mal gesagt, dass es daran lag, dass er auf den fucking Asphalt gespritzt hat. Obwohl das eigentlich eindeutig war, weil ich bin weggerannt, ne? Ja, der Gute spritzt auf den Boden, egal. Eine ziemlich aggressive, böse Nachricht. Und zwar so deswegen, du dumme Schlampe, ich wusste es, du bist noch ein Kind, bla bla bla. Und wird voll aggressiv, ne? Ich denke mir so, okay. Ne? Ich habe ihn dann einfach blockiert. Er schreibt mir auf Instagram weiter, was für ein dumme Hure ich bin und so, ne? Ich war so schockiert von dieser Reaktion, weil ich mir dachte so, Bro, du hast auf dem Boden gewichst. Nicht ich. Deine Reaktion ist nicht, also die macht keinen Sinn, ne? Ja, und dann irgendwann war ich mit meiner Freundin bei irgendeiner Bäckerei und dann habe ich ihn dort gesehen. Wir sind direkt rausgegangen. Das war mir viel zu creepy. Ja, ich glaube, das war so mein schlimmstes Date, was ich je hatte. Also ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Peinlich, ja. Mann. Was stimmt auch, nicht mit dir, Alter? So habe ich auch reagiert. Ich war total verstört. So, stell mal vor, du denkst, du hast gleich wirklich ein gutes Date, weil wir haben wirklich richtig gut miteinander geschrieben. Also es war eine gute Konversation, als wir geschrieben haben. Und dann kommt so ein Scheiß. Ja, also das war mein allerschlimmstes Date, was ich hatte. Ich hatte noch ein paar sehr verstörende Dates. Aber ich würde sagen, das ist so Top 3 auf jeden Fall. Aber auf Top 3 Nummer 1, ne? Kannst du mir mal erzählen, wie für dich ein perfektes erstes Date laufen würde? Mit mir am besten, keine hypothetische andere Person. Mit dir am besten, also Essen. Das ist Punkt Nummer 1. Egal wo, aber wahrscheinlich nicht so ein teures Restaurant. Einfach Shawarma oder sowas, ne? Und spazieren gehen, reden. Deep Talk. Ich liebe Deep Talk. Ja. Findest du, dass es übertrieben ist, wenn Männer zu einem ersten Date Blumen mitbringen? Nicht unbedingt. Weil ich finde sowas sehr schön. Also ich glaube, wenn man Blumen mitbringt, dann zeigt das schon, dass man das ernst meint. Ja. Ne? Aber man muss das jetzt nicht unbedingt machen. Bei mir hat, glaube ich, bis jetzt nur ein Typ, den ich so kurz gedatet habe, nur ein Typ hat mir Blumen mitgebracht. Und es war der einzige Russe, den ich gedatet habe. Der hat mir Blumen mitgebracht. Und da war ich so, oh, das ist nett. Ich habe mich total gefreut. Ich habe mich auch vorher noch so gefragt, so, ja, was sind deine Lieblingsblumen und so. Aber so in der Konversation, weißt du, so, dass es mir nicht direkt aufgefallen ist, dass er mir Blumen kaufen wird. Wie würdest du sagen, was wäre für dich ein Horror-Date? Also ein paar Beispiele haben wir jetzt schon vorgelesen. Ja. Wenn es unangenehm. Ich finde, es muss nicht mal etwas richtig Komisches passieren, sondern wenn man sich trifft und dann redet man einfach nicht. Also meinst es gibt so kein Gesprächsthema, man findet keine Verbindung und man schweigt sich nur an. Kennst du das, wenn du siehst, also man sieht das ja manchmal, man erkennt das richtig, wenn so zwei Leute gerade ihr erstes Date haben, das sind vor allem so Jugendliche, ja. Und du siehst einfach nur, er swiped einfach hin und her auf seinem Handy. Ja, und sie sitzt, so am Taschenrechner. Ja, und sie sitzt da so voll erwartungsvoll und er swiped einfach nach links und nach rechts und du denkst dir so, Bruder, leg dein Handy weg, rede mit ihr. Ja. Was denkst du, wie würde ich ein perfektes Date beschreiben? Genauso wie ich. Denkst du das aus? Ja, ich meine weiß nicht. Ich meine nicht ein perfektes erstes Date. Ich meine jetzt einfach generell ein perfektes Date für mich. Ja, bei dir wäre wahrscheinlich auch Essen dabei. 100%. Blumen. Mhm. Und Deep Talk. Ja. Deep Talk, ja. Ich finde, die schönsten Dates, die wir hatten, waren immer im Ausland. Ja. Weißt du noch, in Budapest, als wir in diesem Rahmen-Dings waren, das war richtig schön, bis ich angefangen habe zu kotzen. Oder, ja, das war nicht so gut. Nee, das war nicht so gut. Ich habe das Essen nicht vertragen. Oder als wir in Spanien waren und wir haben uns richtig schick gemacht. Wir haben dir vorher noch ein schönes Outfit gekauft. Ich habe High Heels angezogen und so. Weißt du noch? Ja, das war sehr gut. Und dann waren wir im falschen Restaurant eigentlich. Also ja, du hast reserviert, aber für ein anderes Stadt. Restaurant, was genauso heißt. Egal. Aber wir haben trotzdem einen Tisch bekommen. Wir haben einen Tisch bekommen. Wir waren nicht super lange da, aber es war sehr schön. Ja. Es war wunderschön. Oder zum Beispiel auch in Moldawien die ganzen Dates. Also ich finde, die schönsten Dates, die wir je hatten, waren immer im Ausland, weil das Feeling einfach anders war. Und das ist viel günstiger als hier. Es ist viel günstiger. Und das Feeling ist 1000-mal besser. Und besseres Essen. Man ist einfach so, weißt du, vor allem im Urlaub, da bist du ja in einem ganz anderen Headspace. Weißt du? Du bist entspannt, das Leben ist schön. Du hast deine keine Sorgen. So. Also du bist nicht irgendwie gestresst, dass du, wenn du so ein Date am Sonntag hast, so, ja, morgen
Montag wieder arbeiten oder sowas. Du musst nicht arbeiten, weil als wir diese ganzen Dates hatten zum Beispiel, also fast die meisten davon, damals habe ich noch im Einzelhandel gearbeitet, ne? Und ich habe ja damals 20-Stunden-Wochen gemacht, was ja eigentlich nicht viel ist, aber wir beide sind ja auch Schüler. Und immer wenn ich Urlaub bekommen habe, ich habe manchmal 2 Wochen, manchmal 3 Wochen bekommen, immer wenn wir danach irgendwo hingefahren sind, ich habe mich so leicht gefühlt, so entspannt, keine Kunden, keine Menschen, keine Chefs, nichts. Und das war einfach so das Schöne immer für mich im Ausland mit dir. Ich finde zum Beispiel auch immer total schön, wenn wir so kleine Stadtdates haben, wo wir einfach in die Stadt gehen, wenn du zum Beispiel was brauchst oder ich was brauche und wir uns eine Kleinigkeit zu essen holen oder so. Bubble Tea. Oder ein Bubble Tea, ja, die kosten 5 Euro oder so. Und dann das kaufen, was wir gerade brauchen und so, weißt du? Das finde ich immer total schön, wenn wir sowas machen. Das sind zwar keine riesen Dates, das sind keine riesen Gesten, aber es ist schön. Okay, wir sind jetzt fertig mit diesem Thema. Und jetzt gehen wir in eine andere Kategorie, die wir vielleicht in den nächsten Folgen wieder aufgreifen werden. Was sind deine X bei Dates oder generell bei Männern? Ich finde schön, dass du gerade so zweimal in die Hand geklatscht hast, als du X gesagt hast. Meine X bei Dates. Ich hasse geizige Männer. Ich hasse geizige Männer. Und damit meine ich nicht, dass du mir alles in den Arsch stecken sollst. Ich meine auch nicht, dass du mir, weiß Gott, was kaufen sollst. Ich meine aber, normalerweise sind ja die ersten Dates eh nur so Kaffee-Dates oder Kaffee- und Kuchen-Dates. So, das ist nicht viel Geld, weißt du? Wenn du mir dann sagst, so, ja, ich möchte 50-50 machen, ne. Unangenehm as fuck. Oder zum Beispiel Männer, die keinen Humor haben. Wie lebst du? Was machst du? Männer, die keine Dings verstehen, wie heißt denn das? Witze. Männer, die keine Witze verstehen. Männer, die keinen Plan von Ironie haben. Sarkasmus nicht raffen. Ich rede Ironie und Sarkasmus. Ja, das stimmt schon. Ich kann das nicht haben, wenn dann jemand da sitzt. Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, genau so siehst du auch aus, Peter. Genau so und nicht anders. Und das sind halt auch wirklich immer so, immer dieselbe Art von Mann. Kann ich nicht haben. Also geizige Männer, also Geiz und Humorlosigkeit, ich weiß nicht wieso, aber das korreliert irgendwie bei Männern. Das steht in direkter Beziehung zueinander. Was sind deine X bei Frauen? Also ich finde es schlimm, wenn sie langweilig ist. Also inwiefern? Nicht nur humorlos, sondern auch so, ich weiß nicht, ihre Persönlichkeit ist einfach so aus dem Internet. Meinst also, du so von Memes her? Oder? Nein, aber dass sie so, du erzählst sie irgendwas und sie hat immer so dieselbe Antwort. Okay. Oder du fragst sie was und das ist so, ich weiß nicht. Sag du. Ja, sowas. Okay, ja, ich weiß. So einfach personslos. Ja, so NPC-mäßig. Okay. Noch irgendwas? Du hast mal darüber geredet, wie sehr du Frauen hast, die rauchen. Ja, Rauchen ist direkt so gemeint. Also, du hast mir mal gesagt, du kannst ein 10 von 10 sein, aber wenn du rauchst, bist du ein 2. Ja. Ekelhaft. Ich mag Männer auch nicht unbedingt, die rauchen. Ich denke mir so, ich habe echt wirklich nicht das Bedürfnis, einen Aschenbecher auszulecken. Ist einfach nicht mein Ding. Aber wenn es euch gefällt, tut, was ihr wollt. Ich kannte ein Mädchen damals, die meinte immer so, ja, ich mag Männer nicht, die nicht rauchen, weil die schmecken so komisch. Hä? Ich so, was? Ich so, ja, wenn du mit denen rummachst, die schmecken voll eklig. Und als ich das gehört habe, war ich so, damn. Und die war halt selber Raucherin, ne? Also wahrscheinlich war das für sie einfach so ein Bequemlichkeitsding. Aber der Satz, die schmecken komisch, habe ich einfach gekillt. Also, ich habe wirklich noch nie so absurde Sachen gehört. Ich finde aber auch ehrlich gesagt Frauen unangenehm, die alles, was ein Mann macht, ein Ick nennen. Ja, also ganz ehrlich, dieses Wort mag ich auch nicht wirklich, aber es gibt da keine richtige Übersetzung für. Ja. Ne? Nee, aber so, ich habe letztens mal so eine Story auf TikTok gesehen, da war so ein Typ, der hatte wohl ein Date mit einem Mädchen und er hat sie einfach gefragt, so, ja, können wir Hälfte-Hälfte machen? So, ich habe gerade nicht so viel Geld. Finde ich zwar unangenehm, so, klär das doch vorher, aber du bestell was Günstigeres oder plan doch einfach ein ganz anderes Date, ne? Aber er war halt ehrlich. Und er meinte diese, oh mein Gott, Ick. Und er hat sich dann direkt darüber aufgeregt, dass sie da so die ganze Zeit ick meinte, ne? Ja. Ich dachte mir auch so, okay. Also sie hat zu ihm auf dem Date gesagt. Ja, sie meinte zu ihm, du bist so ein Ick. Stell mal vor, wir haben ein Date und sie sagt, oh mein Gott, du bist ein Ick. Ja, so, geh weg. Dich, Digga, was? Verpiss dich mal, was ist los mit dir? Ja, also sowas kann ich nicht leiden. Ich finde es auch immer sehr schwierig bei Männern zum Beispiel, wenn, ich hatte das ein paar Mal bei so ein paar ersten Dates, ne? Und mir Typen versucht haben zu erklären, dass ich keine gute Frau bin. Ach so. Ja. Und was wissen die denn darüber? Eben, und die Definition von gute Frau ist dann aber so eine, die in der Küche steht, die, keine Ahnung, Jungfrau ist, die aber Pornostar ist zugleich. Ach so, ja. Ja. Und es war dann immer derselbe Scheiß. Immer wieder derselbe. Es war sogar derselbe Text teilweise, wo ich mir dachte, so, Alter, guckt ihr irgendwie alle den gleichen YouTuber oder so? Andrew Tate. Ja, Junge, nee, da gab es die noch nicht so. Aber trotzdem waren die auf einem Date mit mir. Und warte mal ganz kurz, es tut mir leid, aber mein allergrößter Ick sind Typen,
die sagen, ja, also ich hatte schon Vertrag, ich war schon fast Fußballer. Aber ich habe mich verletzt. Aber ich habe mich verletzt und dann kam Knieverletzung oder keine Ahnung, Bänderriss, was weiß ich. Ja, ja. Wie, das ist nicht mehr feierlich. Wie niemand oft glaubt das. Niemand. Das ich habe diese Geschichte so 10 Mal gehört schon. 10 Mal. Wie kann denn das euch allen der gleiche Scheiß passiert? Du beeindruckst mich nicht mit dem, was du fast geschafft hast. Du beeindruckst mich mit dem, was du geschafft hast. Ich kann auch sagen, ich war fast eine 1,90 Meter große Blondine mit braunen Augen. Aber du hast aufgehört zu wachsen. Ja, ergo habe ich es nicht geschafft. So, was willst du? Und was richtig Schlimmes, was aber nur so auf Englisch passiert, wenn Mädchen sagen, it's giving oder so. Oh. Oder it's the for me. Oder Vibe-mäßig, weißt du, wenn die Leute sagen. Das fragt mich so ab. Wie kann man so reden? Ich weiß es nicht. Nee, aber es gibt, also vor allem auch unter Mädels, die ich so kenne, das ist dann mal so, oh mein Gott, das ist so ein Vibe. Das Ding ist. Also, red normal. Wenn du mir sagst so, das gibt mir, keine Ahnung, Disney-Vibes. Okay. Das, in diesem Fall kannst du das Wort Vibe benutzen oder das gibt mir, keine Ahnung. Also wenn du das vernünftig benutzt in einem Satz, der Sinn ergibt, wenn du ihn aussprichst, okay. Aber wenn du Scheiße laberst, halt lieber dein Maul. So, warum produzierst du CO2? Was ist dein Problem? Halt einfach dein Maul. Frauen, die, guck mal, wir haben einen gleich großen Unterschied. Größenunterschied. Mhm. Und zwischen uns liegen um die 22 Zentimeter. Ja. Du bist größer als ich. Ich hasse Frauen, die größer sind als ich, die mir dann sowas sagen wie, ja, kannst du nicht einen kleineren suchen? Wir finden in unserer Größe nie jemanden. Hä? Bro. Ja, das liegt vielleicht an deinem Gesicht. Ja, das liegt nicht an mir. Weißt du? Und so, ich habe das schon so oft gehört, so einmal ein Mädel, mit dem ich in einer Klasse war, die meint dann auch sowas wie, ja, ich bin viel größer als du, eigentlich würde er viel besser zu mir passen. Ach so. So ist das also, ja? Weil du 4 Zentimeter größer bist, passt du besser zu meinem Freund als ich? Das ist so ein Bullshit und sowas höre ich so oft. Dann kommen irgendwelche Mädels um die Ecke so, ja, warum können nicht kleine Mädels mit kleinen Typen chillen und große Mädels mit großen? So funktioniert das nicht. Nee, ich will auch keinen Typen, der so groß ist wie ich. Tut mir leid, ich will mich beschützt fühlen. Ich will mich fühlen, als würde hinter mir ein großer Bär stehen, der mich beschützen kann, wenn vor mir ein Bär steht. Und das schafft einfach ein Typ, der 1,70 ist, nicht bei mir. Außerdem stehe ich einfach auf große Männer. Es tut mir leid. Was soll ich denn sagen? Das Schlimmste an Mädchen ist aber Sternzeichen gering. Das ist so ein Scheiß, Alter. Ich muss sagen, ich glaube nur an sowas, wenn es mir gerade, also wenn es mir passt. Nur wenn es gut klingt. Nur wenn es gut klingt, ja. Also wenn da jetzt steht so in meinem Horoskop, keine Ahnung, Skorpion und Jungfrau, du bist ja Skorpion, ich bin Jungfrau, Skorpion und Jungfrau passen Bombe zusammen. Oh mein Gott, war es ehrlich? Oh mein Gott, ja, ist wirklich. Ja, und ne? Wenn dann in der nächsten Woche steht dann was anderes, so, nein, das kann nicht sein. Ja, genau. Also ich glaube nur in dem Fall daran, wenn es für mich profitabel ist. Mhm. Wenn ich dann was lese, was mir nicht gefällt, bin ich so, ah, nee, das ist doch eh nur eine erfundene Wissenschaft. Und dieses mit den Sternzeichen steht in direkter Verbindung mit dem Mädchen, was keine Persönlichkeit hat. Ja. Das also fuck guck mich mal, ab. Die Sache ist, ja, Sternzeichen sind ganz oft Schwachsinn. Woran ich aber glaube, sind so Sachen wie Numerologie und so, weißt du? Was ist das? Kennst du Angel Numbers? Oh nein. Das ist auch so ein Scheiß. Das gehört alles dazu für mich. Nein, das gehört da nicht dazu. Das funktioniert wirklich. Und ich muss sagen, seitdem ich diese Zahlen wirklich mehr Aufmerksamkeit diesen Zahlen gegeben habe, habe ich bei mir sehr viele Änderungen gesehen. So, ne? Aber das ist halt so eine Sache für mich wie Religion, ehrlich gesagt. Weil du brauchst einfach etwas, woran du glaubst, um deinen Erfolg daran zu binden, wenn es funktioniert. Oder deine Niederlage daran zu binden, wenn es nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine? Du brauchst einfach irgendwas als Mensch, woran du glauben kannst. Aber das ist ja mehr so, dass du eine Begründung findest, aber dass diese Sache wirklich funktioniert, weißt du ja gar nicht. Ja, also das ist ja einfach irgendwas. Menschen wollen doch nur glauben, um ja, nur, dass was Gutes passiert. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, ich will jetzt nicht alle, die religiös sind, irgendwie in eine Kategorie stecken, so, aber oft ist das so, weißt du? Und deshalb denke ich auch, dass die Mädels, die an Sternzeichen glauben, an diesen ganzen Numerology-Scheiß, woran ich glaube, ne? Ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Ja, aber die sind immer so, ja, heute mein Mercury in Retrograde. Ups, ich habe mein Auto gecrashed. I'm such a Virgo. Was ist das? Bist du behindert? Das ist Schwachsinn, das ist Schwachsinn. Aber guck mal, das ist ja wieder. Daran knüpfen die ihr Versagen. Weil Mercury in Retrograde ist. Ja, aber das ist so, das macht keinen Sinn. Das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen. Nee, macht's auch nicht. Und das ist, ne? Sie hat keinen eigenen Charakter.
weil sie alles davon abhängig macht, was irgendwo steht. Weißt du, was aber schlimmer ist? Männer, die einen Fetisch auf ihr eigenes Auto haben. Das ist schlimm. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ich habe mal einen Typen gedatet. Der hatte einen BMW. Mhm. Und er hat diesen BMW mehr geliebt als seine ganze Familie zusammen. Er hat immer in seine Story gepostet, was für einen komischen Auspuff er sich da bestellt hat, wie viele 1.000 Euro der gekostet hat und. Das Auto ist scheißen hässlich. Wirklich hässlich. So, ne? Ja, ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass die das nicht so Pferdemädchen-Vibes gibt. Doch, also Autojungs und Pferdemädchen. Das ist genau das Gleiche. Passt schon. Das ist genau das Gleiche. Und der war immer so, und jetzt setze ich in meinem BMW. Und einmal, ne, ey, das war so komisch. Er so zu mir so, boah, ich will einen Dreier. Und ich gucke da nicht so, was? Er so, boah, ja, ich will unbedingt einen Dreier haben. Und ich war da so 17, ich war voll verwirrt, ne? Und er so, ich will einen Dreier BMW. Ich so, Digga, warum? Sag doch einfach, du willst einen Dreier BMW und nicht einen Dreier. Ich sag auch nicht, ich will einen Fünfer. Es gibt Dinge, die sind einfach komisch für mich. Ja. Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, der hat mir die ganze Zeit Tipps gegeben, wie ich abnehmen kann. Ohne dass ich gesagt habe, dass ich gern abnehmen würde. Aha. Ja. Wir haben halt, wir saßen im Café, ne? Und ich habe halt grünen Tee bestellt und er hat grünen Tee bestellt. Und er so, ja, ich habe mit Hilfe von grünem Tee irgendwie 12 Kilo abgenommen. Was würdest du mir jetzt damit sagen? Nee, warte. Ich so, boah, voll krass, heftig. So, ich habe vor ein paar Jahren auch 12 Kilo abgenommen, dies, das. Er so, echt, du? Ich so, ja. Und ich war schon so, damn, soll ich jetzt bleiben? Ich sag mal nicht, ne? Und er so, ja, ich kann dir noch ein paar mehr Tipps geben, wenn du möchtest. Aha, du so, excuse me? Ich war wirklich so, was? Und er so, ja, also, ich kann dir noch ein paar mehr Tipps geben, dann kann das sein, dass es noch besser wirkt. So, und hast du mir gerade durch die Blume, dass ich fett bin? Er so, nee, aber du könntest safe noch ein paar Kilo verlieren, so, ne? Damn. Nur mal, dass du es verstehst, so, der Typ war 2,04 Meter groß. Ja. Yeah. Der ist 40 Zentimeter größer als ich. Mhm. Bei aller Liebe, ich war damals viel dünner als jetzt. Aber der Bruder hätte mindestens 25 Kilo verlieren noch, also noch verlieren können, oben auf diese 12 Kilo, ne? Mhm. Ich habe nichts gesagt, ich war einfach so, okay, gut. Das Witzige war auch immer, wenn er mich umarmen wollte, musste er im rechten Winkel runtergehen, weißt du? Weil er halt so groß war. Bei jedem Date, auf das ich mit dem gegangen bin, ich musste immer High Heels tragen und dann irgendwann wollte ich den einfach nicht mehr daten, weil meine Füße wehgetan haben. Das ging einfach nicht. Das war einfach nicht drin für mich. So, das war jetzt unser Einblick in X. Mhm. Wenn ihr noch mehr habt, könnt ihr das gerne an meine schöne Freundin weiterleiten. Hi. Und dann reden wir in der nächsten Folge darüber. Mhm. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema, finde ich. Mega. Übrigens, wenn ihr mir das schreiben wollt, dann schreibt mir auf Instagram alexandra.orem, alexandra.orem. Genau. Und ich nehme mal an, das werden meistens Frauen sein. Ja, ich habe irgendwie 90% mehr Frauen als Zuschauer oder Zuhörer. Ich glaube aber, Frauen haben auch mehr X, also die finden einfach alles falsch. Ich glaube, wir mögen was Männer so. Ja, Frauen mögen es nicht, dass sie auf Männer stehen, glaube ich. 100%. Weißt du, wie oft ich gesagt habe, ich wünschte, ich wäre lesbisch? Aua. Ich liebe dich. Ja. Hey. Ja, ich dich auch. Bin mir genervt. Okay, nächste Folge X. Mhm. Die paar Männer, die dir folgen, sollen auch was schreiben, damit ich mich nicht so allein fühle. Das wäre sehr süß, danke. Ja. Okay. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, richtig? Und? Vielleicht gibt es dann schon Patreon. Vielleicht. Und Apple Podcast. Ich arbeite dran. Ja. Okay, dann mach ich ganz lieb. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.